Und wie war so die Erfahrung, auf dem Kamel dann so rund um die Pyramiden zu reiten? War das spannend? Das war sehr interessant. Es war ja auch ziemlich warm, also musste man ganz viel trinken mitnehmen. Aber auf dem Kamel ist es ja eigentlich sehr interessant sozusagen. Ja. Man muss ja so zwischen zwei Buckeln sitzen und das ist irgendwie so ein bisschen komisches Gefühl. Und hat das dann sehr gewackelt oder war das dann... Ja, das hat sehr gewackelt und dann habe ich Angst gehabt, dass ich runterfalle, aber das ist schon nicht so schlimm. Und in welcher Höhe war das ungefähr so? War das dann sehr hoch oder war das dann... Ja, das war schon sehr hoch, also ich weiß nicht von der Höhe her, aber ja, war auf jeden Fall ganz hoch, also kam mir auf jeden Fall sehr hoch vor. Mhm. Auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung. Na klar, das war sehr schön. Und wann kann man davon die Fotos sehen? Ja, also ein paar Fotos habe ich schon zu Hause, kann ich auch mal vorzeigen. Das ist ja sehr interessant. So die werden dann demnächst auch noch veröffentlicht. Ja, hoffe ich mal. Genau, haben alle was zu sehen. Genau, also was ich gerne raten, jedem dahin zu fahren, wie im Kamel.